So sieht Mercedes-Benz die Zukunft und präsentiert hier auf der CES das Concept Car F015. Eine wirklich interessante Studie, die ein völlig neues Raumkonzept von innen zeigt, einen langen Radstand. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann erinnert das doch ganz schön heftig an Zurück an die Zukunft. Aber wie gesagt, das hier ist schon Realität, zumindest als Konzept. Mit einer Luxuslimousine von heute hat sie nicht mehr viel zu tun. Schon das Design des 5,22 Meter langen, über 2 Meter breiten und 1,53 Meter hohen Dickschiffs ist eine Kampfansage an die Traditionalisten. Denn aus dem ebenso schicken wie statusbewussten Stufenheck wird ein Monolith, der wie ein Van aus dem Windkanal alle gängigen Vorstellungen sprengt. Wirklich spannend wird es allerdings, wenn sich die gegenläufigen Saloon-Doors öffnen und den Blick in den Innenraum freigeben. Der ist bei irrwitzigen 3,60 Meter Radstand und einem ebenen Boden nicht nur ungeheuer geräumig und luxuriös wie eine Lounge im Fünf-Sterne-Hotel, sondern er überrascht vor allem mit einem einzigartigen Sitz- und Bedienkonzept. So schwenken sich den Insassen 4 elegante Lounge-Chairs entgegen, die in der ersten Reihe tatsächlich drehbar montiert sind. Sie haben hier die Möglichkeit zu arbeiten, sich zu erholen, mit Freunden zusammen Spaß zu haben und gleichzeitig von A nach B zu kommen oder auch einfach Spaß zu haben, das Auto zu fahren. Und die Technologie, die das ermöglicht, ist hier in bisher nicht existenter Form dargestellt. Einziger Einrichtungsgegenstand neben den 4 Sesseln ist ein futuristischer Konferenztisch, der sich auf Kommando zwischen den Insassen aufbaut. Auf seiner digitalen Arbeitsplatte kann man surfen, spielen oder arbeiten. Auch überall in den Türen und an der Rückwand blickt man auf Displays. Animierte fliegende Partikel geben unterbewusst Aufschluss über die Geschwindigkeit. Man kann gezielt Medieninhalte betrachten oder dem Autopiloten über die Schulter schauen. Sobald man die Hand ausstreckt, erscheinen dank Eye-Tracking und Sensoren an der jeweils passenden Stelle virtuelle Bedienelemente. Doch spätestens, wenn sich der Fahrer in seine altbekannte Position dreht, wird er wieder geerdet. Weil es nach über 125 Jahren Automobil einfach irgendwie dazugehört, hat nämlich auch der F015 noch ein Lenkrad und aus dem Boden ragen 2 Pedale hervor. Während draußen die LED-Beleuchtung an Heck und Grill vom spacigen Blau in ein vertrautes Weiß wechselt, kann der Mensch damit von der Maschine jederzeit wieder das Ruder übernehmen. Ach, ich denke, 2020 wird schon vieles davon realisierbar sein. Auf der Autobahn autonom fahren, das Fahrzeug automatisch ohne Fahrer parken zu lassen. Wir gehen natürlich mit dieser Vision noch ein Stück weiter und wollen aufzeigen, 2030 in einer Launch-Atmosphäre kann man dann das Auto völlig selbstständig für längere Zeit fahren lassen und dann in entspannter Atmosphäre relaxen, sich konzentrieren auf Arbeit oder miteinander diskutieren. Wir geben Zeit, Raum und die Möglichkeit zur Kommunikation zurück und diese soziale Diskussion gibt dem Automobil für die Zukunft nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das Automobil der Zukunft hat eine riesige Chance, glaube ich. Ein Design wie aus der Weltraumforschung, ein Innenraum wie eine Mischung aus Luxus-Lounge und digitaler Spielhölle und ein radikal vereinfachtes Bediensystem. Dagegen sind Antrieb und Aufbau der Studie fast schon konventionell. Denn dass man mit einer Mischbauweise aus Carbon, Kunststoff, Aluminium und Stahl das Gewicht der Rohkarosse um 40% drücken kann, ist keine große Überraschung. Wenngleich Mercedes natürlich nicht Mercedes wäre, wenn die Schwaben nicht nochmal einen draufgepackt hätten. Denn weil der F015 ja schließlich ein Luxusauto ist, braucht er gleich 2 E-Motoren mit zusammen 272 PS, die ihn in 6,7 Sekunden auf Tempo 100 wuchten und immerhin 200 Sachen erlauben. Und weil die Insassen den gebotenen Luxus am besten auf Langstrecken genießen, schafft die Brennstoffzelle mit dem Wasserstoff aus den Carbon-Tanks 900 Kilometer. Angesichts des dünnen Tankstellennetzes haben die Ingenieure sicherheitshalber auch noch eine Plug-in-Batterie für weitere 200 Kilometer eingebaut.